Feminismus polarisiert seit seinem Beginn am Anfang des 19. Jahrhunderts. Es braucht immer noch Kampfansagen, damit Frauen zu ihren Rechten und zu Gleichberechtigung kommen, sagt Feminismus-Podcasterin Beatrice Frasel. Ich bin wütend, ich reg mich auf. Ja, es muss auch ein Kampf sein, weil wir halt immer noch weit von einer gleichberechtigten Gesellschaft entfernt sind. Wütende Frauen, Kampfemanzen, Feministinnen haben bis heute ein schlechtes Image im patriarchal geprägten Gesellschaftsbild. Frauen bekommen von klein auf gelehrt, dass sie lieb, brav und nett sein sollen. Wenn sie was brauchen, dann höchstens lieb darum bitten. Und Feministinnen fallen aus dieser Rolle heraus, weil sie Dinge fordern, weil sie ihre Bedürfnisse nicht hinter die von allen anderen stellen, sondern weil sie als politische Gruppe sozusagen auftreten und sagen, wir haben Forderungen und wir lehnen uns gegen diese Rolle, die uns zugewiesen wird, auf. Feministischer Aktivismus hat viele Facetten. Catcalls of Linz kreiden an, wenn Frauen verbal belästigt werden. Sophia Surmer betreibt einen Vulva-Online-Shop. Weil ich gerne möchte, dass Frauen, die Firmen haben, eine Bühne bekommen und Produkte, die für Feminismus stehen, die auf denen feministische Slogans zu sehen sind, auch wirklich Feminismus unterstützen. Es gibt aber auch eine leise Art des Feminismus. Paula Wintereder hat in der patriarchalsten Organisation überhaupt einen Weg zur Gleichberechtigung gefunden. Die Vorsitzende der katholischen Frauenbewegung darf katholische Taufen durchführen. Uns ist es wichtig, Feminismus von allen Seiten zu beleuchten. Einerseits, weil wir in erster Linie mal möchten, dass der Begriff Feministin oder Feminist kein Schimpfwort mehr ist oder bleibt, sondern dass das der Name für jemanden ist, der sich für Geschlechtergerechtigkeit einsetzt und für ein gesamtes Miteinander, um gemeinsam gesellschaftliche Ziele zum Wohle der Menschen zu erreichen. Das kann man sich gar nicht vorstellen als Mann. Dass man so, warum sich eine gestandene Feministin fürchtet, wenn sie eine U-Bahn betritt, was Pinkwashing heißt, Welt der Frauen-TV am 6. Mai ab 18 Uhr. Exklusiv auf LT1. Euer großes Ziel mit Catcalls. Was wollt ihr erreichen? Wohin soll die Reise gehen?